Ihr Momoje fliegt unter Heu, liebe Landratten und Rädchen da draußen. Und damit herzlich willkommen zurück. Meine wieder, ey. So, was haben wir hier Schönes? Ein Räuberlager, wa? Jägerin. Weiter. So, lenkt euch das Wildschwein so sehr ab, dass ihr meine Pfeile gar nicht beachtet. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Weiß auch die Wachen. Als ob der Ort jetzt als abgeschlossen gilt. Wir sind noch lange nicht fertig hier. Ja, nicht mich anzünden, liebe Freunde. Mein letzten Fehler habe ich in der letzten Folge gemacht, wo ich etwas zu übermütig versucht habe, die Festung zu clearen und es mit drei Söldnern aufzunehmen. Das war ein Fehler. Das gebe ich zu. Aber das hier, nö. Das war jetzt easy peasy lemon squeezy. Das haben wir in unter 3 Minuten geschafft hier, also mach keine Beschwerden, Madame. Also, einmal über diese kleine Anhöhe hier rüber. Dann mal schauen, was uns dort drüben erwartet. Piratenstrand. Geilo. Free Abschlachting. Ah, Mann. Hab ich aber die Schnauze voll von dir hier. Pfeile einsammeln, danke sehr. Hier, lieber Spartaner, sei frei, lebe dein Leben. Lebe dein Leben und lebe dein Traum, Piratenstrand gesäubert. So. Und dann gibt es hier noch Schiffswrack von Dionysos. Und dem Piraten. Okay. Was ist daran so besonders? Gibt es hier etwas... Ja,
Da gibt's auch Schatz. Da gibt es zwei Schatzel. Okay. Ich muss irgendwann muss ich mal wieder bei so einem Schmied vorbei. Ach, Gott. Onkel Putz seit uns 13 nicht mehr wieder. So. Gibt es denn hier auch Haie? Sieht nicht danach aus. Reichlich. Schönes Zeug zum Sammeln. Schon, wir kämen da jetzt nicht raus. Hier ist nichts mehr. Muss ja sagen, ich habe jetzt. Ah, da hinten ist. Moment. Können wir vielleicht sogar mal kontrollieren. Ich will mal wissen, ob man einfach ein Athena-Boot, wenn man sich dem einfach so annähert, ob wir das Ding einfach so entern können. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Weißt du, was wir machen, bevor wir das machen? Wir speichern lieber ab. Nicht laden. So, in der Miste, das hier von 2020. Ich weiß gar nicht, dass ich 2020 sogar noch mal was gespielt hatte. So, funktionierst du? Nein. Aber einer von euch beiden wird sicherlich funktionieren. Interessante ist ja eigentlich mehr oder weniger. Nee, hinten aus ist auf dem Schiff niemand zu sehen, als ob das ein Geisterschiff wäre. So. Enter-Kommando, Bananenschale, volle Fahrt. Kommt nicht gegen die Wellen da draußen an. Okay. Aber interessant. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Aber naja. Ich hab mir jetzt irgendwie mehr versprochen, dass einfach so random eine Crew spawnt hier, aber. Gehe ich nicht um, gehe ich unter. Ja, wir drehen ja um. Alles gut. So, volle Fahrt voraus. Wo müssen wir eigentlich noch hin? Insel fertig? Insel wäre theoretisch fertig. Wir haben hier oben noch eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Dann nehmen wir die noch eben mit. Schere Priesterin, kann ich dir vielleicht helfen? Ein Priester unseres Tempels stahl sich davon, um im Krieg zu kämpfen. Er ist ein stolzer Narr, doch er vergaß sein Schwert. Glaubst du wirklich, er käme auf die Idee, sich ohne Schwert in die Schlacht zu stürzen? Nein, aber es gibt viele Räuber in dieser Gegend. Ich fürchte, dass er es unbewaffnet gar nicht erst bis zur Schlacht schaffen wird. Und ich soll sie überbringen? Genau, überbringen und gut darauf aufpassen. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, dass unsere Wege sich kreuzen. Die Götter seien mit dir. Ach, weiter hat er es auch gar nicht geschafft. Er ist 200 Meter entfernt.
Nimm diese Dinger jetzt deswegen halt auch gerne mal ein bisschen mit. Weil wir brauchen definitiv Level und auch Geld. Weil. Also ich habe neulich irgendwann mal schon zwischen irgendwelchen Aufnahmen das Schiff geupgradet. Und jedes weitere Upgrade kostet gefühlt 200.000 Drachme. Das ist, ui, viel. Und, naja, so viel gibt es ja am Ende des Tages pro Auftrag nicht. Hier, das ist für dich, Söldling. Das sind 3.000. Also theoretisch müssten wir 100 von diesen Aufträgen machen. Guck mal, Level 71 haben wir schon mal erreicht. Damit wir das Geld wieder reinkriegen. Für ein Schiffsupgrade. Hui. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Und dann gab es aber auf irgendeiner Nachbarinsel irgendein Haus. Irgendein Haus, wo wir noch nicht fertig waren. Jetzt nur noch mal Fieder finden würde. Fieder finden, genau. Fieder finden. Wiederfinden. Eine klare Artikulation wird in Let's Plays vorausgesetzt. So. Es ist dort, das ist dort. Da, oder? Da wollen wir hin. Markiert ist es. Es ist in diese Richtung. Hui, plumps. Hui, plumps. Hui, plumps. Entschuldigung, hör schon auf. So, einmal eine Cassandra-Wäsche im frischen, sauberen Stadtwasser. Teils Heiligtum, teils Schatzkammer. Ich frage mich, ob die Delia noch Silber übrig gelassen haben. Oh, ist das die Insel, wo wir neulich diesen einen Gefangenen befreit haben? Ich glaube ja, ne? Oh, wir hätten damals einen Ort abschließen können. Haben wir aber nicht. Dammit. Da war ich schlampig. Da war ich schlampig. Was gibt's hier oben noch Schönes? Noch mehr Wachen, aber die wollen wir ja gar nicht. Icarus, da waren wir schon. Ja, die sorry auch immer. So, wir schleichen uns einmal hinten rum. Dass auch hier keiner bemerkt. Wenn der eine mir hier eigentlich wütend Stücken zu nah. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. An der Straße steht. Ja, uns hat natürlich auch gleich jemand gesehen, der sofort um Hilfe schreit. Das liebe ich immer an diesen Sachen. Was will ich eigentlich machen? Nur den Befehlshaber? Wer ist denn der Befehlshaber? Icarus, hast du da schon wieder jemanden übersehen? Oh, oh. Eigentlich nur den da vorne. Und die Schätze haben wir sogar schon. Ja, lächerlich. Eine Person mehr hätten wir damals nur hier killen müssen. Eine Person. Echt hardcore lächerlich. So, gibt es hier drin was zum gar nichts? Ein voll ausgestatteter Raum, in dem gar nichts ist. Warum ist denn der da vorne so aggro? Der da jetzt? Wieso kommt der jetzt weg? War an sich geil, weil eventuell, wenn wir ganz schnell sind. Da. Ort abgeschlossen. Sehr nice. Oh, mir fällt noch eine Sache ein.
Wir können noch. Auf welcher Insel waren wir denn eben? Naxos, ne? Wo ist denn Naxos? Naxos hier. Hier gibt es noch ein Ostrakon-Rätsel. Quests? Ne, hier, da, Inventar. Einmal hier und dann aber noch ganz unten. Naxos. Leicht verfällt man den schönen Dingen auf dieser Insel. Am Tempel des Apollon wartet noch so viel Arbeit, dass es scheint, er würde nie fertig werden. Das Doofe ist, ich habe jetzt hier schon immer mal wieder solche Symbole gesehen für Tempel. Das da. Großtempel des Apollon. Wait. Aber es hieß doch auf Naxos. Oder ist das nicht der Hinweis auf welcher? Nein. Da steht Naxos. Am Tempel des Apollon wartet noch so viel Arbeit, dass es scheint, er würde nie fertig werden. Finde mich auf der Spitze der Portara, ich weiß bis heute nicht, was das ist. Sie ist der einzige Teil, der bereits errichtet wurde. Gibt es mehrere Tempel des Apollon? Weil ich sag mal so, der sieht da oben recht fertig aus. Das ist ja nicht. Der ist tutti-completti fertig. Das heißt, es gibt so ein Ding nochmal auf Naxos. Hier ist Naxos. Frage ist, wo Tempel der Demeter? Vielleicht heißt der anders oder so. Ich guck mir den mal an. Der Tempel ist zumindest markiert. Ansonsten ist irgendwo auf der Insel ein Tempel, der halt nicht markiert ist. Das macht es jetzt auch nicht gerade einfacher. So. Der da unten sieht aber auch fertig aus. Den hatten wir schon mal geplündert. Oh, wo geht's denn hier hin? Ja, liebes Game, ich kann hier weder tauchen. Noch beim Schwimmen es einsammeln, das macht es halt nicht wirklich besser. Das ist er nicht. Das ist er leider nicht. Der hier ist nämlich auch schon fertig. Also es existiert bei dem einen Tempel lediglich der Portara. Was kann Portara sein? Bogen? Tempelbogen? Portal? Sowas? Schauen wir mal. Huch. Das da. Es kann quasi nicht nur das sein, weil das ist noch mitten in der Wollen wir mal. Stadt und sieht nach Baustelle und nicht nach Ruine aus. Wenn es das nicht ist, dann wird es echt schwierig. Mein Gott, die machen hier aber auch ein Geschrei. Da stehen auch so Gerüste, das muss ein Bauding sein, irgendwie. Olle ist, glaube ich, hier oben waren wir noch gar nicht. Portara. Klingt wie Portal. Ist damit das hier gemeint?
Das war gerade ein Punkt, oder? Da. Sehr schön. Ja, baut mal weiter, liebe Leute hier. So. Insel tendenziell abgeschlossen. Wir gehen dahin. Wir haben noch knapp 5 bis 8 Minuten, je nachdem, wie lange ich die Folge heute so mache. Damit können wir zumindest rüber segeln und den nächsten Icarus-Punkt da drüben freischalten. Betest du jetzt nur oder hast du das Schiff geholt, Cassandra? Schiff geholt, okay. So. Ready for departure. Ja, ich bin zu... Wieso sind hier so viele Inseln? Okay, die haben wir aber schon abgegrast. Wir wollen hier hin. Wo ist das? Da. Also, was? Wir nehmen einfach mal eben ganz kurz diese Athena Galeere oder was es ist hier mit. Schon drehen. Da. Einfach, weil man es kann. Ehre. Da schon mal so ein schweres Athena-Schiff völlig ohne Schutz. Ein Anlegeplatz. Und mehr so in diese Richtung. Möchten Sie was? Ach komm. Lalalalalalala.
Ah, Leops. Oh, hier gibt's noch Fisch. Hm, okay. Hat weniger gebracht, als ich dachte, wir könnten hier gleich auf diese nächste bessere Anhöhe rauf. So, Icarus, hier ist mal wieder was für dich. Oh, hier gibt's reichlich Geld. So. Einmal synchronisieren. Stefanias Zuflucht. Okay. Singen die da unten wieder? Die singen wieder. Wunderbar. Die Crew hat Spaß. Wir haben auch Spaß. Und wir haben auf jeden Fall jetzt eine neue Insel mit neuen Aufgaben vor uns. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir das auf jeden Fall mal beim nächsten Mal direkt hier alles angehen, was hier alles auf uns wartet. Was ist das denn da unten? Schwerer Soldat. Reuterfischerdorf. Mit leckerer Kräuterbutter. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Aber klingt zumindest danach. So. Mehr findet Icarus hier gerade gar nicht. Doch, da hinten ist irgendwas. Aber das könnten Tiere sein. Nee, Soldaten. Gut, wunderbar. Aber wir haben Folgenende erreicht. Wir haben noch ein paar Schiffe versenkt. Und noch einmal Schiffe versenken gespielt. So. Was bist denn du hier für ein komischer Soldat? Wieso kann ich dich nicht ausnocken? Mir gefällt deine Nase nicht. Das soll. Ja, Soldat. Keine Ahnung. Kann den nicht angreifen. Na gut. Wie gesagt. Danke fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Moss, Moss.